Es gibt nichts Nervigeres, als wenn man ein Video aufnehmen will, hat dann Kratzgeräusche, Husten oder andere Sachen. Moment. Hey, ich nehme gerade ein Video auf. Was ist dein Problem? Hab dich mal nicht so. So, da bin ich wieder. Nervige Mitbewohner. Nvidia hat ein neues Tool rausgebracht, mit dem man Hintergrundgeräusche und Mitbewohner entfernen kann. Und schauen wir es uns direkt mal an. Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du das erste Mal hier bei Videomacher bist und die besten Tipps und Tools bekommen willst, um deine Videos besser zu machen, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Wie schon gesagt, Nvidia hat ein neues Tool rausgebracht, Nvidia RTX Voice. Es funktioniert leider aktuell nur bei Nvidia Grafikkarten und auch hier nur bei RTX Grafikkarten. Mit einem kleinen Hack, den Link gebe ich dir in der Beschreibung, kannst du aber auch GTX Grafikkarten damit lauffähig machen. Und das benutzt den CPU der Grafikkarte, um Hintergrundgeräusche rauszumachen. Ich zeige dir mal das Tool und dann machen wir ein paar Anwendungsbeispiele. Geh einfach auf die Nvidia-Seite, lade dir das Tool runter, den Link findest du direkt hier und dann können wir es schon direkt installieren. Und hier haben wir es schon installiert. Es ist ganz leicht, es läuft dann im Hintergrund und was du machen musst ist, bei Input Device dein Mikrofon auswählen, bei Output Device könntest du deine Lautsprecher auswählen, aber es hat Nachteile. Ich zeige es dir nachher einfach mal. So, und nun probieren wir einfach mal, aktuell ist alles aus, wenn ich hier über den Tisch kratze. Ich reibe einmal und wenn ich jetzt parallel, oder ich tippe erstmal noch in der Tastatur, damit wir sehen, alles gleich zusammen haben. Und nun gehe ich hin, schalte Remove Background Noise an. Ich lasse es gleich mal auf 100%. Und jetzt probieren wir mal als erstes wieder die Tastatur. Die ist ja so am markantesten. Ich blende mal parallel meine Tastatur von oben ein, damit du siehst, dass ich tippe. Ich reibe etwas darüber. Ich kann natürlich auch sprechen. Ich kratze wieder. Aber was sagst du? Ich finde die Ergebnisse beeindruckend. Es funktioniert übrigens bei sehr vielen Tools. Nvidia selbst gibt an, dass es bei OBS, Streamlabs, XSplit, Twitch, Discord, Google Chrome, Battle.net und vielen anderen funktioniert. Bei Dingen wie WebEx, Skype, Zoom, Slack und Steam Chat gibt es aber kleine Einschränkungen. Ich habe noch keine großen festgestellt, bei mir hat es funktioniert. Teilweise muss man die Noise Cancellation ausschalten. Das ist ja dann von der Software die, aber es funktioniert auf jeden Fall drastisch besser. Es ist Zauberei und macht alles viel angenehmer. Hier ist übrigens auch der Link, ich stelle in die Beschreibung, wie du hingehen kannst und es auch für GTX Grafikkarten machen kannst. Dass es zum Beispiel hier auf einer GTX 1080 Ti problemlos funktioniert hat. Aber kommen wir mal noch zu dem Punkt Output Device. Bei der Output-Device-Option musst du aufpassen. Ich hatte schon die Situation, dass er Musik in Videos rausgeschnitten hat. Und dadurch hat das Video einfach komisch gewirkt oder er hat andere Hintergrundgeräusche entfernt. Also da muss man aufpassen. Aber für das Mikrofon ist es genial. Ich versuche es immer, wenn ich am PC etwas aufnehme, was reinspreche, mitlaufen zu lassen. Weil es macht einfach alles viel leichter. Und das war's schon mit dem Tool. Ich finde es mega mächtig. Es ist aktuell noch in einer Testphase. Aber ich bin guter Dinge, dass es wirklich rauskommt und Sinn macht und von vielen verwendet wird. Und wahrscheinlich wird dann Nvidia auch es noch erweitern, dass es mit anderen Grafikkarten kompatibel ist. Mal weg vom Software-Thema hin zum Hardware-Thema. Was ganz Tolles ist, was ich mir angeschafft habe, ist ein Ringlicht. Schau dir unbedingt mal mein Video dazu an. Und willst du dich mit anderen Videomachern austauschen? Dann tritt unbedingt der Videomacher-Facebook-Gruppe bei. Hier tauschen wir uns aus, diskutieren über Themen. Es ist einfach eine schöne Runde. Ansonsten, wenn das Video dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst.